Geh weiter! Morgen, Jungs. Guten Abend. Spät. Part 2 der Custom Map von Alex B. AKA 082er. Ich hab's ja nach 40 Minuten nicht geschafft. Das war völlig paranormal. Tja, das ging crazy am Ende. Da war SCP-106 hinter mir her. Da bin ich geflohen. Da bin ich in diesen Raum gekommen, wo SCP-173 auftaucht, wenn es dunkel wird. Und in dem Moment, wo es dunkel wurde und SCP-173 auftauchen sollte, bin ich dann irgendwie in die Pocket Dimension gekommen. Obwohl ich eigentlich subjektiv genügend Abstand zu SCP-106 hatte. Es war also ziemlich paranormal. Auf einmal war er halt da und dann sind wir in die Pocket Dimension gekommen. Es lädt schon wieder so lang, aber wir können euch nochmal dran erinnern. Das steht im scheiß Changelog. Loading time should be slightly faster oder so. Ach, das meinst du? Ich dachte, was will er denn jetzt? Wenn er mich schon unterbricht. Ja, okay. Ich wollte nochmal erinnern, dass ihr uns Fragen schickt in die Kommentare. Jo. Die wir dann während der Ladezeit beantworten können. Und die Ladezeit ist echt länger, das ist doch ja, natürlich. Slightly slower. Slightly. Ja, also, so sollte es auch stehen. Ne? Hab ich verlesen. Loading time should be slightly lower. Ja, ja. Das S vergessen. Ja. S. Okay, jetzt kommt da diese erste Kreuzung. Warte mal, lass uns überlegen. Ja, also das war. Nein, rechts. Das war doch die Sackgasse. Schau mal, schau mal rechts. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. AK-47. So, warte, wenn du jetzt rechts gehst, kommst du da in der Mitte wieder raus. Bleib da. Kommst du jetzt da in der Mitte wieder raus? Also, geh mal links. Da links? Ja. Ich meine, du bist der mit dem Orientierungssinn. Das ist schon eine halbe Stunde her. Mit dem genitalen Orientierungssinn. So, okay, warte. Warte mal. Da muss jetzt, glaube ich. Nein, zurück. Da in die Richtung gehst du jetzt. Sollen wir mal eine Batterie hinlegen, bis ich da hergekommen bin? Ja, kannst du machen. So ein Brotkrümel. Brotkäppchen-Style. So, und da müsste jetzt dann die Keycard irgendwo. Latsch, hat's gemacht. Da? Geh mal da lang, ja. Das ist jetzt mein Navigator. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Ausnahmsweise. Okay, warte, nee, das ist. Hatte doch recht. Das ist falsch. Am Anfang ging es doch gleich. Jetzt, okay, jetzt höre ich doch nicht. Mach was du willst. Wir haben eigentlich 096 in der Map, nee, ne? Bis jetzt nicht. Nein. Das war ja im letzten Video total komisch, ne? Da. Ich hab den gar nicht angeschaut. Ich hab's auch im Video nochmal angeguckt, ne? Wir haben den nicht ins Gesicht gesehen. Aber ich habe dann die Schalter betätigt und dann war der Fahrer hinter uns her. Ich fand's geil. Ja, schon irgendwie, aber es ist halt komisch. Weil wir den eben nicht angeschaut haben. Ich hab Kack gebaut, ich weiß nicht, was ich meine. Das war nur ein bisschen verbuggt, weil er eben im Boden stand, so ein bisschen. Und der ist da durch die Wand gelaufen mal. Da ist ja dieser abgetrennte Raum da mit dieser Konsole und so, ne? Wo so ein Fenster ist. Wo du reingehen kannst, da ist da draußen, diese Pumpe ist da und drinnen ist da noch so ein Schalter. Und da durch diese Wand mit dem Fenster ist er eben durchgelaufen. In dem Moment, als wir in den Raum rein sind. Aber da war er eben auch mit dem Rücken zu uns. Also ich verstehe nicht, wie das da passieren konnte. Sag das ja. Das ist echt. What the fuck? Das ist ein Portal. Tut mal. Alles klar. Portal? Ich glaube, da geht's so Pocket Dimension. Weil halt in dem Raum, wo wir fest waren, hat man auch diesen Alarm gehört. Aha.
ever. Und wir sind wieder allein, allein. So. Also? Okay. Orientierungspunkt. Hast du dich hier orientiert? Ich bin von hier gekommen, ne? Nee. Oder? Von unten dachte ich. Sicher? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist wieder von da. Nee, von da sind wir von anderen gekommen. Ah, ich hab keine Ahnung. Muss man wohl noch anfangen. Du Scheiße. Bist du auch schon durchgegangen, bis am Raum? Nee. Nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich soll ihn sowieso noch nicht. Ob die dich mag, die nicht. Bist du eh nicht drin kommen. 1, 2, 3 und durch. Ich hab keine Ahnung. Sind wieder völlig falsch. Aber hier gibt's keine Kreuzungen. Und die erste fand ich eigentlich am besten. Vom Alex B., wo am Anfang direkt mein Tiltfox kam. Ja, das war auch wenn es ungewollt war, ziemlich geil. Das hat sofort Action reingebracht. Ja. Und das hast du jetzt hier eben nicht, weil du ewig rumläufst. Und am meisten damit beschäftigt bist, dich eben zu orientieren irgendwie. What the? Ich schreck halt nicht immer so. Das ist part of the game, Junge. Da ist er drin. Und du bist schon zu weit weg, weil Digi war näher am Anfang. Ja, jetzt gegen, du lang, ist so was ich jetzt mache. Sag du. Ich sag jetzt nichts mehr. Geradeaus oder links? Ja, rechts. Musst du entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich dir nicht abnehmen kann. Orientierung im Moment. Möchte ich mal an der Stelle erwähnen. Ich habe den vollen Durchblick, ich sag's dir. Ah! Das kam auch beim letzten Mal. Aber letztes Mal sind wir schon hier gekommen. Tim, da geht der Weg und der Weg, die führen dann am Ende zusammen. Wow! Das hat mich überrascht, dass er schon so mit im Raum steht. Da wo du es fangen bist, da geht's den Weg, den du am Anfang ganz rechts gehst. Und dann kommst du an der Mitte wieder raus. Und du stirbst. Das wäre dann das Ende dieser Episode gewesen. Ja, nach einer langen Episode kommt eine kurze, oder? Du musst ja wieder ausbleiben. Aha. Was machst du beim letzten Mal? Ja, komm, geh durch. Das hätte man ein bisschen. Also jetzt ist es hundertprozentig nicht da drin. Kannst du die Maske abnehmen? Ja, ich wollte erstmal flüchten. Bin on the run. Blut, da ist Blut. Nein, nicht da lang. Der geht so wieder im Kreis. Wo war das wieder so eine Kreuzung? Stopp, stopp, stopp! Geht. Ja, ach, fuck, scheiße. Guck mal, er hat Blut, ja. Blut ist hinweg. Geh links. Die ist so ein bisschen rötlich, kann das sein? Oh, nicht mehr. Ah, okay, geh zurück. Geh zurück. Und dann nach rechts. Jetzt rechts. Hey, das ist dasselbe. Was hast du? Was? Hey, was hast du für Problem? Das ist dasselbe. Ich hab doch den besseren. Was? Na, warum? Geht er lang. Da war ich schon. Die brauchen aber die verdammte Keycard. Mann. Ich
wollte alles besser machen und dann habe ich es verkackt. Das ist der Raum mit der Tür. Das ist Mindfuck, das Game. Wir müssen uns jetzt echt mal auf so einen Block irgendwie so hinmalen, den Weg. Da müssen wir eine App dafür geben. Auch im Prinzip ein Raster und dann in jedes so, Kästchen. Wo du dann kartografieren kannst. Diese ewigen. Diese. Dreifach ewigen. Weil ich gleich beginne. Weil du gleich gepinselt hast. Hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. Ah, da war man nicht, wenn er da drin ist, oder? Ist er da drin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Sonst wird es jetzt nicht geschabt. Ja, das ist der mit den zwei Schaltern. Ja, da hatten wir die Kette schon längst, oder? Oder ne? Hm, weiß ich gerade. Ja, das gut finde ich wieder. 13 hat sich gedreht. 13 Minuten schon. Ja, denn zu dem Zeitpunkt hatten wir die Kicker schon längst. Also ohne Kicker kommst du da nicht weiter. Hast du überhaupt die am Anfang mitgenommen? Jetzt bin ich verarschen. Dann kommst du gar nicht in den Raum rein, wo die Tür mit zwei. Na, das ist natürlich verkackt. Kann ja mal passieren. Du wirst, wenn du jetzt den Raum finden würdest, ist dann daran schade, dass du die Tür Level 1 nicht dabei hast. Passieren. Zu 50% wird es passieren. Zu 50%? Ja, weil entweder finden wir den Anfang oder wir finden den. Ja, find den Anfang jetzt erstmal wieder. Ich sage, entweder finden wir den Anfang oder wir finden. Ist, glaube ich, jetzt an dieser Stelle einfacher, nochmal neu anzufangen. Ja, soll man. Das ging schneller, ja. Also, es bringt ja nichts. Leute, wir quitten. Außer du findest. Okay, jetzt ist eh vorbei. Aber außer du hättest jetzt wirklich diesen Raum gefunden mit der Level 1 gekriegt und hättest dir von dort bis zum Anfang den Weg wirklich eingeprägt. So, jetzt nochmal eine konzentrierte Runde. Kannst deine Konzentration in dieser Ladezeit jetzt sammeln. So. Also, Konzentration, Leute. Vergiss jetzt deine Level 1 Keykarte nicht. Scheiße, ob du es wirklich dabei hast. Hast du gesehen, Papa? Hast du auch deine Level 1 Kicker dabei? Wenn du das mal bist. Geh links, ja. Geh links. Hä, aber. Ja, komm, ja, jetzt. Geh eben, links. Da wollte ich nämlich von Anfang an, da ist nämlich direkt da, kommen nämlich schon die Level 2 Kicker. Sicher? Fast. Weißt du, es war halt bei mir schwer, sich einzuprägen, weil ich gerade aus dem Moment, in dem als der. Geh da rein? Are you kidding me? Du hast doch gesehen, aber ich bin nicht wieder zurückgelaufen. Hä, ist doch ein bisschen bescheuert. Nee, wie geht denn das? Da hatte ich einen Mausbug und hab's nicht gemerkt. Wahrscheinlich. Jetzt müssen wir uns nochmal. Die geht links. Nachher anschauen. Frame per Frame, Junge. Oh, die Videoanalyse. An der Stelle eine Frage an unsere Zuschauer. Wart ihr genauso verwirrt? Ja, also links von links. Okay. Kiste? Ja. Boah, diese Orientierung. Ich hab nur prozentig Mauspack. Nein! Winzel, Winzel! Portet sich dann wieder durch die Scheibe. Ja. Und
dann gehen wir raus und dann zersplittert es wieder. Weil er dumm ist einfach. Weil nicht nur sein Körper wie in der Erdnuss ausschaut. Sein Gehirn, Alter. Ach so, das Gehirn. Ja, was hast denn du schon wieder gedacht, ey? An die Nase habe ich gedacht. So. Ich dachte schon. Dass so eine Nase ausschaut wie eine Erdnuss. Da steht er ganz. So, ich wüsste doch Erdnüsse. Wegen dir. Ey, schau, was mach ich denn? Mach jetzt gescheit. Musst du noch weiter? Ja, da kommt der. Ja, geht's da durch, Mann. Oh! Ach da! Hast du ihn gesehen? So, das ist in den letzten halben Sekunden, habe ich, glaube ich, gesehen. Oh Leute! Nochmal! Was denn? Nochmal. Das ist jetzt eigentlich die Länge für eine Episode, aber das ist schon sehr arm bis jetzt eigentlich. Ist unbefriedigendes Ende. Ja. Komm, XXXL. So, jetzt hier. Da ist offen, Junge. Ich denke, die Kürze. Ich erinnere dich jetzt jedes Mal rein. Jawoll. Das ist da links, ne? Ausblick. Das ist wieder der Anfall. Hallo? Das hättest du jetzt nicht checken können. Nein! Jetzt blinzelst du, dann ist die Scheibe kaputt. Schon mal daran gedacht? Dann nicht zumachen? Ja. Ganz schön gewagt. Ups, what are you doing? Ist jetzt Caps Lock on? Ist aber durchgekommen. Ja, der ist schon draußen. Wow, das dröhnt ordentlich, ey. Wie ein Zombie-Tunnel. Warte, erstmal. Pinsel. Uah! Das ist stumm, das ist auch schon wieder nicht. Komm. Doch, er stand links. Ist der auch so schreckhaft? Wünsche ich ja auch. Der eben ist doch von so Vorteil. Ja, macht mehr Spaß so. Aber ich bin dann schon abgehärtet irgendwie. Ach fuck, falsche Karte. Insertieren. Machen wir hier wieder zu. Really? Ach, warte mal. Jetzt ist doch egal, jetzt wir komm. Bin nicht gesaved. 5, Junge. Intake. Bedeutet, alles hier reinschmeißen. Strangeport brauchen wir nicht mehr. Ja, was mach ich denn? Da drin ist drin, ja. Das da brauchen wir. Dann stirbst das du. Da brauchen wir. Stimmt gar nicht. Ja, probier's aus. Verdammt. Nur very fine. Jo, was machst du? Ich mach alles. Ja, hallo, Strange Bottle noch. Aller. Aber aufregend, wenn ich Origami mache. Hallo. Doppelt oder nix. Das ist ja wohl. Origami ist ja sinnvoller, wenigstens. Nein. Welche Verbandskasten? Ein bisschen halt. Ja, aber wenn ich den jetzt. Und die Strange Bottle, die halte ich komplett vielleicht. Oder sie vielleicht. Ist jetzt Origami auch irgendwelche Fähigkeiten, von denen wir noch gar nichts wissen? Ein Gelaber. I know that. Zwei Origami, das sind Kings. Nein, nur noch zwei Kackkarten. Also, immer. Hau beide rein. Hatte ich auch einer gesagt, dass man hier very fine machen kann? Dann, Ja, 1-1, glaube ich. Zuerst. Start. Start the reanimation process. Ich krieg noch viele Probleme. Yay! Cool! Zwei! Nee, nein. Hä? Du hast eine aufgegeben. Achso, wahrscheinlich hast du die unten
Lagzeit. Ach nee, Mastercard. Okay. Machen die jetzt auf Very Fine. Machen die trotzdem mal mit rein, ob es vielleicht klappt. Ja, mal. Schadet ja nicht. Kostet nur geringfügig meine Zeit. Zwei Omnicards kommen, please. Bitch, please. Die andere zu Level. What a fucking game, Junge. Nochmal? Oder sollen wir es gleich lassen? Wir brauchen die ja. Oder sollen wir fein machen? Mach jetzt very fine. Ja, es geht wahrscheinlich so weiter. Immer eine blaue und eine. Dann schmeißt die anderen die Mastercard Master aus, dass du zwei Level 2 hast und die schmeißt dann beide ran, machst very fine. Weiter auf 1-1. Mann, wieso können wir nicht wieder so Glück haben? Wir hatten doch einmal 3, ne? 3 Omni. Irgendwie 4 Keycards und 3 davon waren Omni, ja. Zuerst waren es, glaube ich, 2 bei dir, dann weggespielt, dann hatte ich 3. Ne, 4 mal. Nein. Niemals. Das war doch die Gamer Map, wo er uns so 5 Karten eingebaut hat. Nee, 4 hat man nicht. Also meinst du, ich soll jetzt erst so tryen? Ja. Puh. Ja, die halbe Episode versuchen wir jetzt Keycards zu machen. Skippen. Gar nichts gekippt. Zuschauer wollen das vielleicht sehen. Wie wir ordentlich verkacken, Junge. Das war jetzt beides very fine, komm. 2 Omnicards hast du dann. Wieso soll es jetzt klappen, hä? Wieso soll es jetzt klappen? Weil. Halt! Die nicht. Das ist eine dogmatische Konstitution. Das ist einfach so. Wir müssen mit Feind arbeiten. Die sind vorprogrammiert, dass sie verkacken, die Dinger. Oh Gott, Junge. Mach nur Level 3 fertig. Ja, reicht Level 3 für die Heavy Containment so? Ja, da reicht 3, aber 5 brauchst du. Sicher? Ja, aber du brauchst 5 für die Entrance so. Nein, very fine. Komm. Bist du jetzt behindert? Wie oft habe ich es jetzt schon gemacht? Mach very fine jetzt. Mit einer Karte hast du auch noch nicht probiert, komm. Very fine. Das macht einen Unterschied. Und der Wahrscheinlichkeit. Er hat aber nicht geklappt. Dreimal oder wie oft. Ja. Weißt du, was Wahrscheinlichkeit bedeutet? Ja. Vielleicht ist es jetzt auch mit Omnikarte geklappt. Very fine. Weiß man's? Jetzt weiß man's nicht. Ist jetzt egal, ich habe jetzt eine Reihe reingeschmissen und lass es liegen. Da ist nicht mehr da. Fünf wieder. Ordentlichst. Also ein bisschen hier. Die Volume abturnen. Er ist nicht da rausgekommen. Ein Atmen vernommen. Das war ich. So, und jetzt? Schau mal auf Navigator. Nein, Schmarrn, das ist doch da. Sag mal, ist der Start. Nein, am Anfang gehen wir links. Ach ja, genau. Also, jetzt links. Müssen wir rechts. Und dann links. Aber wenn wir jetzt rechts gehen, dann kommen wir da wieder raus. Also, da jetzt lang. Das ist verdammt richtig. Schau, ich halte auf Navigator, bitte. Da Angst! Was ist echt das hier? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Es sind hier mehrere Kreuzungen. Oh, so. Ja, lang halt noch mehr auf dem Monitor. Und dann geht's immer hoch. Probier's aus. Ich geh nach rechts. Wieso rechts?
weißt du, wo es lang geht? Wieso ist jetzt rechts? Ja, was will ich gerade ab? Jetzt links. Oh. Okay. So. Die waren doch schon. Ja, du hast ja die Orientierung. Ich weiß es nicht. Leicht Wahnsinn. Eieieiei. Danke! Geht's auf dem Navigator so, dass du links hinkommst? Weil da muss man nämlich hin. Es geht links rum dann so hoch. So war's bei mir. Er ist immer noch drin, der Mann. Ja, eine halbe Stunde reicht. The goddamn man-sized ventilation duct. Das hat voll gepasst. Duct. Ja. Vielleicht probieren wir die Episode noch einmal. Was heißt die Episode? Die Map meine ich. Wobei, falls es bis zum nächsten Mal nichts Neues gibt. Wobei eine halbe Stunde und eine 40 Minuten voll. Ja, aber jetzt reicht. Wissen wir so halbwegs den Weg eigentlich. Weil... Das wusste ich bis dahin nicht, dass der Raum mit der Level 1 Kicker direkt am Anfang schon so ist. Jedes Mal, wenn ich mich auf dich verlassen habe, bin ich falsch gelaufen. Ja und? Macht ja nix. Gibt's halt noch eine Folge und schon wieder dieser Knall. Ja. Das heißt, wir sollen beenden. Stimmt eigentlich, das ist ja unser Finishing. Unser Finishing Sound ist das fürs Video. Nee, ich weiß ja nicht, ob es bis zum nächsten Drehtermin eine neue Version gibt oder so. Das weiß niemand. Sollten halt. Außer wenn es wieder so eine Bugfix-Version ist. Knack und Bug. dann spielen wir die mir auf jeden Fall nochmal. Okay. Also ich würde sie schon gerne nochmal spielen. Mal gucken. Und ihr schreibt schön Kommentare. Und liken. Und Fragen. Und uns. Abonnieren. Ja. Ganz wichtig. Da. Unter uns ist der Button. Unter uns? Der Button ist unter uns. Unter uns. Einer von uns ist der Button. Das wär's. Also. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach nicht quitt. Ciao. Willst du, ich pupse? Dass es dann drauf ist auf der Kabel. Ist das wirklich so asozial? Ja. Ein bisschen Asi schafft ihr doch nicht. Soll ich dir noch ein Sitzkissen bringen, dass du noch höher sitzt? Dann bist du wieder außerhalb der Facecam. Nee, ich lehne mich ja. Ich lean back. Lean back. Du bist ein Sau, Alter. Aber ich bin asozial, oder? Ich hab nicht gepupst, okay? Nee, du hast nur geprübst und rumgeblasen, ey. Geblowt. Ich bin doch gut im Bild, oder? Ein bisschen was richten hier so alles. So. Wow. Oh Mann. Warte noch. Ich hab nur mein Auge. Hat du Sand im Auge? Alter. Übrigens gerade den Finger halb gebrochen. Sehr gut. Also wobei? Beim Hinsetzen. Hat sich beim Hinsetzen den Finger abgebrochen. So, haben wir es jetzt. Ich habe weiße Zähne. Bin nicht zufrieden mit meinem Auge. Echt, hast du... Hat ich das nicht geblendet, Mann? Dann mach's doch weg, Junge. Du hast es doch aufgemacht. Ich guck ja auch dahin.
nur. Okay.